Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich auf meiner Webseite, meinem Beitrag OOP mit PHP 5 für Einsteiger. Es geht hier um die sogenannte objektorientierte Programmierung. Und ich wende mich hier an Einsteiger, die wirklich keine Vorkenntnisse bei der objektorientierten Programmierung besitzen. Es geht also um absolute Einsteiger und meine Vorempfehlung ist jetzt die: Wir machen das Ganze jetzt mit der Programmiersprache PHP 5 und man sollte schon gewisse Vorkenntnisse eben bei HTML und PHP 5 besitzen. Ich habe hier einen eigenen Lehrgang für HTML 5 eingerichtet, den erreichst du hier unter dieser Internetadresse, auch wieder mit Videos, und hier den PHP 5 Lehrgang unter dieser Adresse dann ebenfalls mit Videos. Wenn du gewisse Grundkenntnisse also in HTML 5 und PHP 5 hast, können wir uns jetzt gleich dem Einstieg zur objektorientierten Programmierung widmen und steigen hier gleich in die erste Lektion ein. Also was ist objektorientierte Programmierung? Und objektorientierte Programmierung kann man meiner Ansicht nach besonders gut erklären, im Gegensatz zur sogenannten imperativen Programmierung. Imperative Programmierung bedeutet, dass man in einen Editor Programmzeilen eingibt. Du hast das ja schon einmal gemacht. Und diese werden dann der Reihe nach abgearbeitet. Das ist hier ein Beispiel eines Listings mit dem Dateinamen imperativ.php. Und hier rechts siehst du dann das entsprechende Ergebnis dieses Listings. Und hier haben wir einen Kommentar. Der Kommentar wird nicht angezeigt. Und dann beginnt aber ab der Zeile 4 folgend die Befehle, die dann abgearbeitet werden. In dem Fall Echo Hallo Welt. Das wird hier ausgegeben. Erzeugt den Zeilenumbruch, dann wird morgen, dann wird ausgegeben, es sicher wieder. Da sieht man schon, dass hier zum Beispiel kein Zeilenumbruch erfolgt, wo hier zum Beispiel kein BR-Tag ist. Ja, also das Wesentliche bei der imperativen Programmierung ist, dass der Reihe nach das ganze Listing abgearbeitet wird, je nachdem, wie man es im Editor eingibt. Bei der objektorientierten Programmierung, Abkürzung OOP, geht es darum, dass man ein Problem, man möchte ja mit jedem Programm ein Problem lösen, dass man alle Probleme versucht, mit Objekten darzustellen. Ja, was sind jetzt diese Objekte? Objekte sind, wie wir es auch aus der Natur her kennen, zum Beispiel Katzen. Das hier ist eine bestimmte Abyssinier-Katze, die könnte den Namen Bete zum Beispiel haben. Das ist eine Balinese-Katze mit dem Namen, geben wir sie Mauzi. Also Objekte sind genau die Dinge, die du auch in der realen Welt zum Beispiel angreifen kannst. Wie hier eine Katze, die du streicheln kannst. Bei jedem Objekt gibt es bestimmte Attribute und bestimmte Methoden. Attribute sind Eigenschaften. Eine Katze hat zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Beinen, hat eine bestimmte Farbe des Fells, hat eine bestimmte Anzahl von Schnurrhaaren, von Ohren und so weiter. Das wären solche Attribute. Also jedes Objekt hat Attribute, Eigenschaften und jedes Objekt hat bestimmte Methoden. Also ein bestimmtes Objekt kann bestimmte Sachen machen. Also eine Maus, also eine Katze kann zum Beispiel Mäuse jagen, kann laufen, kann knurren und dergleichen mehr. Das heißt, jedes Objekt hat eben auch bestimmte Möglichkeiten, etwas zu machen, etwas zu bewirken. Und das sind hier die Methoden. Man kann jetzt diese verschiedenen Objekte, wie hier eine ganz bestimmte Katze, zusammenfassen und kann dann sagen, okay, es gibt hier mehrere einzelne Objekte. Ich habe hier vorhin gerade den Namen Bezi und Mauzi vergeben, die gehören alle zur Klasse der Katzen. Und eine Klasse beinhaltet oder benötigt einen Bauplan. Das heißt, es wird vorgegeben, wie diese Objekte auszusehen haben. Also eine Katze hier und diese hier haben etwas gemeinsam. Sie haben also alle vermutlich ein Zwerchfell, sie haben alle einen Magen, sie haben alle eine Leber, alle eine Niere und so weiter. Jetzt haben wir also Begriffe kennengelernt, wir haben Objekte kennengelernt und haben jetzt besprochen, dass solche Objekte auch bestimmte Eigenschaften haben, bestimmte Attributen haben, bestimmte Methoden haben. Und diese Objekte, wenn sie etwas gemeinsam haben, kann man zu einer Klasse zusammenfassen. In dem Fall hätten wir hier Objekte einer Klasse. Und diese Klasse ist in dem Fall die Klasse der Katzen. Wenn man die Unterschiede zwischen den Objekten noch enger fassen würde, dann könnte man sagen, okay, es gibt die Klasse der Abyssinier, es gibt die Klasse der Balinesen, die haben etwas gemeinsam, wahrscheinlich etwas, was das Aussehen betrifft. Also haben hier bestimmte Attribute gemeinsam. Und die könnte man wiederum zu einer eigenen Klasse zusammenfassen. Und erst die Oberklasse wäre dann die Klasse der Katzen. Um das Ganze noch etwas deutlicher zu machen, möchte ich dir jetzt hier einen Verweis bringen auf die Programmiersprache Scratch. Mehr Informationen zu Scratch findest du hier bei meinem YouTube-Kanal.
gibst du einfach bei YouTube ein Scratch Programmieren für Anfänger, Markus Opitz, und dann kommst du hierher, hast eine Playlist. Und hier war das eigentliche Scratch Programm. Wie gesagt, ich gebe dir jetzt da keine einfache Scratch, sondern das findet man hier bei mir auf meiner Homepage, beziehungsweise bei YouTube eigentlich. Da habe ich Videos hinterlegt. Ja, was wir hier besprechen wollen, ist Scratch. Es gibt hier eine Katze. Diese Katze wäre jetzt unser Objekt. Und dieses Objekt, diese Katze hier, Objekt 1 steht hier, gehört der Klasse der Katzen an. Mit der kann man gewisse Dinge machen. Ich kann jetzt zum Beispiel hergehen und gehe jetzt hierher, wenn angeklickt. Wenn ich also hier etwas anklicke, passiert etwas. Und dann kann die Katze, und da sind wir schon bei einer Methode, dann kann die Katze 10 Schritte zum Beispiel vorausgehen und kann sich 15 Schritte drehen. Wenn ich jetzt hierher gehe, geht sie glatt 10 Schritte voraus und dreht sich 15 Grad. Ich kann hier Attribute hinzufügen. Ich könnte hier zum Beispiel ihr Aussehen verändern. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ziehe ein bestimmtes Kostüm an, Kostüm 2. Das bewirkt jetzt hier nicht allzu viel, weil ich noch kein Kostüm festgelegt habe. Ich könnte jetzt hier aber zum Beispiel hergehen, könnte dieses Kostüm bearbeiten. Und was mache ich jetzt hier? Ich füge male etwas dazu. Ja, das wäre jetzt dann unser Kostüm. Das heißt, ich verändere die Eigenschaft, die Attributen der Katze. Habe jetzt hier das Kostüm 2, gehe jetzt wieder hierher und wenn ich jetzt hier starte, dann verändert sich dementsprechend dann das Aussehen, wenn ich hier Kostüm 1 gewählt habe, weil er hat er schon Kostüm 2 an. Dann dreht er sich und zieht das Kostüm 1 an. Was ich dir jetzt hiermit sagen wollte, mit meinem Verweis auf Scratch: Wir haben hier wiederum ein Objekt, das gehört der Klasse der Katzen an. Ihr könnt auch andere Objekte hier über Scratch hinzufügen, aber das ist jetzt, wie gesagt, ein Objekt, das heißt Objekt 1, der Klasse Katze. Dieses Objekt hat bestimmte Methoden zur Verfügung, ja, zum Beispiel gehen, drehen und vieles andere mehr. Und diese Katze hat auch bestimmte Attribute, das heißt, sie kann sich auch verändern. Somit geht es beim Programmieren darum, bei der objektorientierten Programmierung, dass ich mir ein Objekt ausdenke und dieses Objekt versehe ich dann mit bestimmten Eigenschaften, bestimmten Attributen und schaue dann, dass dieses Objekt auch bestimmte Methoden hat, also eben bestimmte Dinge dann auch machen kann. Wie das konkret in PHP umgesetzt wird, schauen wir uns dann in der nächsten Lektion an.